Hallöchen und willkommen zurück zu True 4 Verlorene Seelen. Als wir im letzten Part jetzt endlich mal das erste Wimmelbild abgeschlossen hatten. Oder haben? Ja, kommt drauf an, wann ihr es seht. Wollen wir doch mal schauen, was mit unserer Schwester los ist. Oder was überhaupt mit ihr passiert ist. Warum haben wir einen Brief erhalten? Und wo ist sie denn überhaupt? Was haben wir denn hier? Dem Anschein wurde die Heilanstalt vor Jahren geschlossen. Aber wer beantwortet dann meine Briefe? Sie haben mir unzählige Einladungen geschickt. Dark Falls Heilanstalt. Ich habe etwas gefunden, das eine Seite aus dem Tagebuch meiner Schwester ist. Und weiter geht's mit der Geschichte. Bretter müssen wir auch noch finden. Das ist eher ein Vorschlaghammer, aber den könnte man eigentlich auch... Ein Metallgriff. Ich möchte keinen Stromschlag bekommen. Wobei ich mich jetzt eigentlich so ein bisschen frage... Wie wurde der Hammer hier einfach reingeschlagen, ohne dass die Bildröhre so viel abbekommen hat? Dass die überhaupt noch läuft. Das kann man nicht mehr reparieren. Warum würde jemand so etwas tun? Ja, das ist die gute Frage. Hier unten. Das geht auch. Hier hat seit Jahren niemand Staub gewischt. Aber es kam doch gestern erst der Brief an. Oder seit wann wurde er wohl abgeschickt? Schraubenschlüssel mittendrin im Uhrgehäuse. Das ist ja auch nicht schlecht. Drüben, wo das Wimmelbild ist, ist nichts mehr. Was haben wir denn da unten? Oh, da lag wohl ein Brett auf dem Boden. Ganz schön dreckig. Auf keinen Fall hat hier jemand in den letzten Jahren gelebt. They are watching me. They know all my secrets. Sie beobachten mich. Sie kennen alle meine Geheimnisse. So übersetzt. Entschuldigung, dass ich da ein bisschen länger brauche. Ich bin halt nicht so gut im Englisch. Ja. So, hier brauchen wir ein paar Bretter, 4 Stück um genau zu sein. Dann brauchen wir noch ein paar Nägelchen und dann schauen wir doch mal, was hier diese Sicherung zu suchen hat. Hat sogar geklappt. Ja, alle ausbekommen, das ist ja schon mal gut. So. Sicherung repariert. Okay. So, ich will hier nicht weiter gucken. Diese Flecken lassen mein Blut in den Adern gefrieren. Ich will hier echt nicht weiter gucken. Ich hab sowas von keinen Bock hier. Es ist 10 Uhr abends, um genau zu sein. Warum spiele ich überhaupt sowas in so später Stunde? Ich weiß es nicht. Ach Mann. So, das ist eine kaputte Leuchte. Die Glühbirne fehlt und das Kabel ist auch im Eimer. Eine Baulampe. Die verbrauchen ganz schön viel Energie. Warum steht denn sowas hier? Ein Tagebuch, ein Hinweis auch noch. Großartig, das Schloss zum Keller ist abgeschlossen. Es gibt doch sicherlich einen Schlüssel dafür. Warum? Warum willst du das Schloss zum Keller aufmachen? Es ist bestimmt aus gutem Grund abgeschlossen.
Und das ganze achtmal. Warum? Wir nehmen uns mal das Brett. Warum würde jemand die Tür zu ihrem eigenen Keller barrikadieren? Das ist eine gute Frage, ne? Wahrscheinlich, um irgendwas einzusperren. Ich habe sowas von keinen Bock mehr. Ach nee. Dark Falls Asylum. You are now being connected to the next available representative. Please hold. Alter, ich hab Gänsehaut. Ich hab richtig Gänsehaut. Wie schade, dass sie uns nicht besucht haben. Jetzt werden wir vorbeikommen. Nee, 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 nicht nochmal hören. Nee, nee. Das brauche ich jetzt nicht. Es gibt keine weiteren Nachrichten. Oh, Alter. Oh. Ja. Ich bin sehr schreckhaft. Ich habe mich gleich verjagt hier. Ich habe mich hier gleich verjagt, sorry. Ich weiß nicht, wie ich dann ein normales Horror-Let's Play machen soll, wenn ich schon kein Wimmelbild-Horror machen kann. Ja, da wird bestimmt wieder die Frage auftauchen, warum sollte ich das Licht ausmachen? Alter, habe ich mich gerade verjagt. Ach, und das ist gerade mal der Anfang. Ich habe es gelesen, eine nette Geschichte, leider viel zu kurz. Genauso wie die Geschichte hier eventuell. Oh, ein paar Handschuhe. Na super, kannst du hier alles auf und zu machen. Ihr seid doch nicht mehr ganz bei Trost. Ups. Ich glaube, die bleibt wohl offen, ne? Nee, mit ein bisschen Fingergefühl klappt sogar das. Ein Schlangenemblem. Sämtliche Messer fehlen. Hoffentlich hat das nichts zu bedeuten. Achso. So geht das Ding auf. Da unten. Ah, noch ein Brett. 3 von 4. Fehlt ja nur noch eins. Ja, ich bin extrem schreckhaft. Das Wasser wurde noch nicht abgestellt. Hier könnte ich etwas befeuchten. Dahlia? Was ist... Das ist mein Name, aber wer ist Dahlia? Ich habe jetzt noch weniger Lust bekommen, die Tür nach unten aufzumachen. Nur eine Spinne. Was ist das denn? Och, du bist mir. Von Schwarzlicht. Schwarzlichtglühbirne. Ja, jetzt hab ich's. Was haben wir denn hier? Igitt Spinnweben. Nee, also ich weiß wirklich nicht mehr weiter, wenn ich sowas schon nicht spielen kann. Für euch wird's wahrscheinlich gar nichts sein, aber. Ich kriege hier richtig Muffensausen.
Du fehlst mir so sehr, Holly. Ein Bild von meiner Schwester und mir. Wenn sie immer an mich gedacht hat, warum hat sie mich dann nicht kontaktiert? Wer weiß das schon? Vielleicht um dich zu beschützen vor irgendetwas, irgendwem? Die Scheiben sind viel zu dreckig, ich kann nichts sehen. Ja, wenn du frei machst, dann siehst du zu viel in den Dingern, ne? Das Schloss ist völlig verrostet und es lässt sich nicht bewegen. Ich habe nur nichts dabei, ich brauche da wohl einen Tropfen Öl, ne? Nichts Interessantes. Bretter gefunden, gut. Oh Mann. Was ist das denn hier? Was ist das denn für ein komischer Schlüssel? Hier scheint ein Medaillon zu fehlen. Vielleicht kann ich die Tür... Was? Vielleicht kann ich die Tür öffnen, wenn ich es finde. Was ist denn hier abgegangen? Selbst der Abtauchknopf ist zugefroren. Sehr hilfreich. Ach Mann. Ein Kombinationsschloss, wo wir auch nicht wissen, was wir brauchen. Mann. Irgendeine Pfütze, irgendwas, was daneben liegt. Da bin ich mir ganz sicher. Außer mir ist noch jemand anderes in diesem Haus. Ich bin doch nicht verrückt. Gegenstände befinden sich an einer anderen Stelle, wenn ich einen Raum erneut betrete. Ich höre Schritte und gestern habe ich es im Flur gesehen. Hat die auch ins Bild geguckt oder so? Oh, Alter. Also danach bin ich krankenhausreif, das steht wohl fest. Ich habe etwas gefunden, das eine Seite aus dem Tagebuch meiner Schwester ist. Hat sie auch dieses seltsame Mädchen gesehen? Ich weiß, dass ich jemanden gesehen habe. Und Blut. Das ist wohl Blut. Vielleicht befindet sich etwas darin. Leider kann ich nichts erkennen. Ich kann da auch nichts erkennen. Ich kann nur die Fliesen unten drunter sehen. Noch was. So, was haben wir? Oh, ein Hinweis. Hier sind wirklich viele verrostete Schlösser. Zum Glück sind die Schrauben rostfrei. Entschuldigung. Irgendwie habe ich einen Frosch im Hals. Ich weiß auch nicht mehr. So, weiter geht's. Nägel haben wir, Bretter haben wir. Es fehlt ein Hammer. Der Hammer ist bestimmt der Vorschlaghammer, der da eingehämmert worden ist. Was zum Rost entfernen haben wir bis jetzt auch noch nicht. Wir haben ein Schlangenemblem. Was ist denn das hier? Ein Augenemblem. Wir finden hier viele Embleme. Da wird er bestimmt noch eine... Ich habe keinen Stecker, ich habe gar nichts. Das Kabel ist kaputt und ich kann nicht weitermachen. Okay. Die Bretter könnte ich hier schon mal hinlegen. Die Nägel könnte ich auch schon mal fertig machen. Aber es fehlt leider noch ein Hammer. Ein Hammer. Ein Hammer haben wir nicht. So. Den Hammer haben wir hier. Habe ich sonst noch irgendwas? Ein Bildfragment, Gummihandschuh für den Hammer zupfen, ein Bleistift, ein Schlangenemblem. Ne, sonst habe ich nichts mehr, was ich hier machen könnte. So, dann holen wir doch mal den schönen Hammer da raus. Mal gucken, was passiert. Da haben wir einen Hammer. So weit, so gut. Och nee, och nee, och nee. Och nee,
Was war das hinter mir? Das war heftig, ja. Oh, wie kann die so detaillierte Skizzen machen? Was geschieht mit mir? Ich sehe dieses gruselige Mädchen. Ist sie wirklich hier oder ist es bloß ein Albtraum? Noch nie zuvor hatte ich so große Angst, aber ich kann nicht aufgeben. Ach du Schande. Ich hasse, wie schon gesagt, ich werde das Spiel noch richtig hassen. Na gut, jetzt habe ich angefangen, jetzt muss ich es auch irgendwie zu Ende bringen. So, wir haben Bleistift, wir haben jetzt einen Hammer. Ich will hoffen, dass hier nichts im Gang steht. Nachher. Gott, nee. Puh. So, dann schauen wir mal, was in den oberen Etagen auf uns lauert. Was haben wir denn hier? Noch ein Emblem. Ein Foto. Was ist das? Ich erinnere mich an dieses Bild. Großvater hat es aufgenommen. Moment mal. In dem Haus kann niemand anderes gewesen sein, aber wer steht da am Fenster? Mutter schloss die Tür zum zweiten Stock immer ab. Wir durften nicht nach oben gehen. Oh Mann, ach du Schreck, was macht die denn jetzt hier? Meine Schwester war wie besessen von Büchern über paranormale Aktivitäten, Rituale und Dämonen. Doch sie hat sich nicht nur mit dem Thema beschäftigt. Ihr ganzes Haus ist voll mit Amuletten und anderen Talismännern. Ich glaube, sie war nicht sicher, vor was sie sich schützen sollte. Wollte. Denn die Amulette sind alle sehr vielseitig. Und so wie es aussieht, hat es wohl nichts gebracht. Oh Mann, ich kriege hier noch. Ach Mann, oh Mann. Gut, etwas blockiert die Tür von innen. Huh. Gut. Hier ist schon mal nichts weiter. Erstmal, fürs Erste. Das Haus ist aber wirklich ganz schön heruntergekommen. Das Haus sieht verlassen aus, aber warum sind noch alle Lichter an? Eine gute Frage. Ja, nein, vielleicht. Ich brauche die richtige Kombination, um die Schublade zu öffnen. Das hätte ich jetzt wohl nicht gedacht. Ausprobieren zählt nicht, ne? Warum hatte meine Schwester so viele Bücher über das Übernatürliche und die Dämonologie? Oh Mann, geht das? Oh, das passt sogar. Oh, shit. Eine Taschenlampe heißt nie was Gutes. Nee. Ja, da Übernatürliche und Dämonologie. Die Fenster wurden zugenagelt. Doch, das macht doch keinen Sinn. Vor allem, wie kriegt man das Fenster von außen zugenagelt, wenn da kein Boden ist? Wir sind doch jetzt in der zweiten Etage, oder nicht? Da drüben ist der Balkon, da ist das Fenster von außen zugenagelt. Wie hatten die das hingekriegt? Ist die geflogen? Oh. Oh. Verschlossen. Wo ist der Schlüssel?
Ja, gute Frage, nächste Frage. Ne, das ist nur das eine. Ich habe gedacht, da unten wäre noch so ein Kombinationsschloss oder sowas in etwa. Oh, gucken wir mal hier. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, da fehlen noch zwei Schlangenembleme. Ja, nein, vielleicht. Nee, du willst mich doch veräppeln. Du willst mich doch veräppeln. Das, könnte eventuell da oben hin. Ah, passt sogar. Das könnte dann eventuell dahin. Das müssen wir aber einmal drehen. Ah, ist das eine schöne Klickerei hier. Das könnte sogar passen, oder? Oh, passt sogar. Ich wollte schon fragen, und nun? Haben wir eine Autobatterie? Ne. Verrostete? Da glitzert doch etwas in den Bäumen. Und wir können es nicht erkennen. Wie war das? Da hat eine Stromquelle gefehlt und die Autobatterie soll das. Oh, das ist ja super. Das verstehe ich nicht. Das sollte ich mir besser notieren. Notiert? Notiert. Das Schwarzlicht bringt einige Geheimnisse ans Tageslicht. Diese Symbole haben sicherlich etwas zu bedeuten. Jo, diese Symbole haben wir doch oben schon gesehen. Ach, ist ja geil. Ach, Mist. So, wir drücken da, da. Das, das und das. Ha, offen. Och, nö. Oh, offen. Oh, Wimmelbild. Oh. Was soll ich suchen? Ein Porträt. Ach, Figur, eine Allee. Eine Aale. Das war doch eine Aale, oder? Jupp. Schachfigur. Jetzt geht doch. Dann noch zwei Roben. Ein Porträt. Porträt. Ach, das. Das hätte dann auch ein Porträt sein können. Und das ist ein Ochenporträt von einer Schlange, ne? Naja, wenn Sie meinen. Gesicht? Oh. Notizzettel. Haben wir hier. Eine Schnecke soll hier auch noch irgendwo sein. Ein Seil, ein Schlüssel. Ein Seil und ein Schlüssel. Den Schlüssel habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen, wie es aussieht. Das Seil haben wir hier. Ein Schlüssel. Ja. Wir sind auf der Suche nach einem guten Schlüssel und finden keinen Schlüssel. Also. Na gut. Lassen wir es mal gelten, weil der Schmetterling würde ja sonst davonfliegen, ne? Was haben wir denn hier? Kompass, zwei Raupen. Müssen wir hier auch noch finden. Da ist eins was. Eine zweite. Zwei Haarbürsten. Ihr seid doch gemein. Ach nee, die zweite Robbe soll noch. Gut. Ich sag ja nichts mehr. Ein Löwe. Billardkugel. Lipgloss. Und Lorbeerzweig.
Das haben wir hier schon mal fertig. Sieht so aus, als wenn hier gar nicht weiter wäre. Das war die Schublade da. Das ist nochmal die Schublade da. Altes Radio. Schlüssel. Ach so. Gut, dann wissen wir wenigstens schon mal, dass der Schlüssel irgendwo hier drin sein soll. Und dann wissen wir wenigstens schon mal, dass hier schon mal der Schlüssel nicht sein soll. So, noch eine Raupe. Da drüben liegt die Haarbürste. Da oben ist noch ein Kaninchenbild. Eine Taschenuhr haben wir hier. Gut. Wahnsinnige Fähigkeit, okay. Wenn das eine wahnsinnige Fähigkeit ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Das hat mir jetzt weitergebracht, wie ich sehe. Oder wie wir sehen, weil wir sehen nichts. Wenn ich das hier zuklappe, sehe ich auch die Kette nicht mehr. Wenn ich das da aufklappe, soll der Schlüssel angeblich irgendwo sein. Ich suche einen Schlüssel und dann... Ja, lesen muss man können, ne? Ich kann leider nicht lesen. Ich bin nix Deutsch. Nee, stimmt schon nicht. Ach, ja. Was haben wir denn hier? Oh. Zum Glück guckt uns da jetzt gerade nichts an. So, was haben wir denn hier Schönes? Auf dem Fenster befindet sich ein Gitter. Vor dem Fenster, oder? Na gut, lassen wir mal. Lassen wir es gelten. Wenn ich einen Schraubenschlüssel hätte, könnte ich es entfernen. Und wo haben wir den Schraubenschlüssel gefunden? Oder besser gesagt, haben wir schon gesehen. Eine Zange? Ein Seil? Bleistift? Bildfragment? Für dieses Schloss benötige ich einen speziellen Schlüssel. Konnten wir hier irgendwo was biegen oder so? Alter, ey. Das mit der Tür gefällt mir gar nicht. Will da nicht runter. Hier sieht nicht so aus, als wenn ich irgendwas machen könnte. Ja, mal gucken, wie lange. Vielleicht bist du ja mal froh, wenn das Licht auf einmal aus ist. Völlig verrostet. Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Dafür brauche ich wahrscheinlich ein Tuch. Sonst habe ich hier nicht mehr weiter, ne? Dafür brauche ich das komische Emblem. Was sagt unsere schlaue Karte? Mal so gefragt. Ach, da waren wir schon lange nicht mehr. Ja, stimmt ja, da war ja was. Was verbirgt denn sich hier hinter? Nutzlos. Mit einem Dollar kann man sich heutzutage noch nicht mal einen Kaffee kaufen. Ja, das stimmt wohl. Einen trockenen Schwamm. Auch nicht schlecht. Da haben wir ein Seil. Haben wir hier nicht irgendwie was gebraucht? Oh, jetzt haben wir einen Besen. Ein Handbesen. Bla bla bla, der Ort ist runtergekommen, wir wissen es schon. So, integrieren wir uns doch mal ein bisschen mehr der Karte ein hier, weil das ist wahrscheinlich doch nicht also... schlimm. So, und wir haben einen nassen Schwamm. Ist doch auch mal nicht schlecht. Gehen wir in die Putzkolonne über. Weil was anderes können wir ja sowieso nicht machen, ne? Gleich guckt uns doch irgendwas an, oder?
Ne? Oh, mir gefällt die Musik nicht. Nee, mir gefällt sowas von die Musik nicht. Hallöchen und willkommen zurück. Was auch immer gerade passiert ist, irgendwie ist mein Spiel gerade abgestürzt. Es ist sehr seltsam. Ich wollte einfach nur mal im Tagebuch gucken, weil wir gerade mit dem nassen Schwamm hier die Scheibe gereinigt haben. Und danach war das Spiel einfach abgestürzt. Die Nummern sind sicherlich ein Code, hätte ich jetzt wohl nicht gedacht. Aber warum ist mir das Spiel jetzt abgestürzt? Naja, also mit diesen Nummern würde ich wohl mal sagen, wir haben ja sowieso schon die Zeit erreicht. Also sehen wir uns gleich im Endcut. Bis gleich. Ja, und so viel zu diesem Part. Technische Fehler tauchen halt immer gerne mal auf. Ja, warum das Spiel jetzt abgestürzt ist, weiß ich bis jetzt auch noch nicht. Was da in dem Keller ist, will ich am liebsten überhaupt nicht wissen. Ich würde diese blöde Tür einfach nur noch zulassen, hier schleunigst alle Sachen packen und abhauen. Aber unsere Protagonistin hier will ja leider nicht. Also müssen wir wohl im nächsten Part mal gucken, was diese Zahl 1723 überhaupt mal zu bedeuten hat. Und ja, was wir sonst noch so Schönes anstellen können. Wenn ihr noch weitere Folgen von mir sehen wollt, oder besser gesagt keine Folge mehr verpassen wollt, dann könnt ihr mich ruhig auch abonnieren. Mit dem linken Video kommt ihr auch noch zu meinem Kanal, da könnt ihr natürlich auch andere Let's Plays ansehen. Und dann würde ich euch mich mal wieder von euch verabschieden. Dann wünsche ich euch mal wieder einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Vor allem eine gute Nacht nach dem Spiel. Bis zum nächsten Mal, euer Davilo und tschüss.